gestartet. Nee, wir sind normalerweise friedlich. Ja, nee, dann wart ihr das nicht. Nee, dann war das jemand anderes. Oh oh. Fuck, muss ich da doch rüber? Hätten wir hier eigentlich auch die Seilwinde nehmen können? Nee, das ist eine Abkürzung nach da hinten. Wetten, wir müssen sowieso hier lang irgendwann. Wetten, ich habe gerade so das ganz schlechte Gefühl, dass wir hier lang müssen. Lass mich in Frieden. Toll. Toll, wo ist denn unser Boot? Fuck. Au. Meine Fresse. Wie viel Mun haben wir noch? Au. Mann. Die nerven was. Waren vielleicht welche von meinem Vetter, die sind eine Schande für das Fischmannvolk. Ach so. Ja. Ich hoffe, dein Vetter war dann trotzdem nicht dabei. Das wäre schon echt unangenehm. Wir müssten Boote sein. Au! Wo sind denn diese blöden Boote hier? Da. Mann, 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 Mann. Lass mich bloß in Frieden. Ich sagte, lass mich in Frieden. Au! Benzin haben wir immer noch nicht gefunden. Toll. Was ist das da? Müssen wir hier hin? Nee, überhaupt nicht. Aber da ist irgendwas. Da, siehst du? Ist das der? Nee, hä? Was ist das? Vielleicht hast du ihn erkannt, der stinkt, weil der immer nur Gammelfisch isst. Waaah, Gammelfisch. Was sind das für Gesellen da? Ah, wir haben wieder was entdeckt, einen Ort. Banditen. Klatsch! Vielleicht noch einen Imbiss dazu? Fick dich! Gib uns die Moneten, dann kannst du trinken! Hey, na, was zum Teufel war das? Der mich hat schon wieder entdeckt. Das gibt es nicht. Scheiße! Wir sind am Arsch! Keine Dings mehr. Moment, Moment, Moment. Mann, Tab! Einfach mal auf den Stahlboden. Vollpfosten. Der Fischgott wünscht dir Glück, hat er mir gesagt. Oh, danke. Dann richte dem Fischgott mal meinen allerherzlichsten Dank aus.
werde diese Banditen aus seinem Reich entfernen. Dorfbewohner. Dorfbewohner hat mich angegriffen. Ist mir langsam auch egal. Ach, der da unten. Ach, der ist das. Ja. Ja, ich binde dich gleich los. Lass mich mal eben kurz hier oben noch ein bisschen rumgucken und rumlooten. Dann kam Ayu zur Hilfe. Gar kein Problem. Ach, da können wir direkt da hinten rüber. Wird uns das bringen? Das wird uns sogar echt was bringen. Nice, cool. Können wir uns die Bootsfahrt sparen. Ja, dann. Gehen wir mal wieder runter. So wie man Treppen halt runter geht. So klatsch. Ich guck noch mal eben hier hinten. Ja, dann bin ich nicht los. Ist nischt. Na gut. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Abteil, was man betreten kann und wo hier noch interessant und so, aber nein. Naja. Willst du nicht mal mit dem Fischgott baden? Da war ich schon. Das haben wir schon gemacht. Die Woche, einmal die Woche reicht. Nee, aber gar nicht. Letzte Woche. Immer im Monat reicht. Danke sehr. Der war letzten Monat. Vielen Dank. Einmal im Halbjahr reicht. Diese Teufel haben mich auf dem Weg zum Haus des Fisches erwischt. Ich hatte eine Bußübung von Vater Silantius bekommen und den halben Weg hatte ich hinter mir, als sie mich erwischten. Oh, ich sehe, du bist einer dieser Ketzer, aber ich erzähle es dir trotzdem. Hier auf der Insel gibt es ein Lager. Da steht ein Gerät. Wir dürfen es nicht benutzen. Das wäre eine Sünde. Aber du könntest das machen. Ich ruhe mich hier noch etwas aus, bevor ich zurückgehe. Den Rest meines Lebens werde ich für dich zum Zarfisch beten. Er könnte deine Seele noch retten. Dankeschön. Das ist also dein Cousin. Du hast ihn wiedererkannt. Alles klar. Ja, dann geht's ihm ja gut. Dann brauchen wir jetzt gar keine Sorgen mehr machen. So, und der sagte ja, auf der Insel steht ein Gerät, was die nicht benutzen dürfen. Die benutzen nämlich auch keine Technologie. Der meint aber mit Sicherheit... Danke, dass du ihn gerettet hast. Bitte, bitte, gern geschehen. Der meint aber mit Sicherheit... Wo war denn jetzt da? Dann meint er da hinten... Nee, da meint er diese andere Insel da. Ach, ist das die? Nee, die. Dann müssen wir irgendwie hier mit dem... Müssen wir doch nochmal mit dem Boot fahren, Mann. Tut mir leid. Aber der gibt jetzt den Hinweis auf den Generator da hinten. Kann ich nicht hier irgendwie Gas geben? Das wäre echt Knorke. Weg von diesen Bootschippereien. Die sind ein bisschen lästig. Also das geht eigentlich, aber mit den Viechern dabei. Wobei ich diesen Ölfilm hier auf dem Wasser echt geil finde. So, hier konnten wir, glaube ich, pennen. Dann suchen wir nochmal eben den Generator. Der war ja den Strom haben entlang. Die Autokorrektur, wenn man Brot fährt. Ja, aber den haben wir ja nicht angekriegt. Oh. Nee, ist auch leer. Das wäre zu schön gewesen. Ich gucke jetzt nochmal eben schnell, ob es hier... das Spiel hat überhaupt keine Bugs. Ob es hier doch irgendwo noch... einen Kanister gibt. Kommen wir da oben drauf eigentlich? Ne, das bringt ja nichts. Fehlt hier nicht was?
Sehr, sehr seltsam. Da kann man auch nicht reinkriechen. Das ist technisch unmöglich, da einfach reinzukriechen. Oder hier hochzuspringen oder hochzuklettern. Das geht einfach nicht. Komme ich hier hoch? Auch nicht. Hier aber, warte mal. Au! Nee, das geht auch nicht. Mann! Im Namen des Hitchcock und Fishmänner wünsche ich dir noch viel Glück beim Stream. Bin jetzt mal weg, paar Kumpels. Guck den Stream aber natürlich in der Wiederholung nach. Alles klar, wir werden auch nicht mehr so lange machen. Vielen lieben Dank, dass du die Wiederholung und möchtest. Und ansonsten ist planmäßig morgen Abend geht's weiter. 18:30 Uhr. Wenn nicht, melde ich mich auf dem Discord. Dann viel Spaß dir und deinen Kumpels. Und ich glaube, wir haben hier echt keinen Erfolg mit diesem Benzinkanister. Aber wir könnten, hätten wir den im Boot mitnehmen können? Das ist die Frage. Können wir den Benzinkanister im Boot mitnehmen? Nichts zu danken, Drauran. Mach's gut. Weil, wenn wir den nicht im Boot mitnehmen können, wenn das schon technisch ausgeschlossen ist, dann wird er sich auf jeden Fall hier auf dieser Insel befinden. Weißt du, was ich meine, ne? Ist er vielleicht hier drin? Ne, hier ist auch nichts. Ah, hier können wir aber nochmal jetzt schnell die Werkbank benutzen. Was haben wir denn? Wir haben irgendwas für die Waffen. Deutliche Verringerung des Rückstoßes wird traditionell an der Kalasch verwendet. Ne, dann nehmen wir das. Und wie? Achso, wir müssen die Waffen mal reinigen. Oh, die ist total verdreckt. Die sind alle total verdreckt. Ja, dann. Na toll, jetzt können wir nichts mehr bauen. Mann. Alle total verdreckt. Wir müssen die nämlich sauber halten. Bin zwar seit kurzem dabei, macht mir aber sehr viel Spaß mit dir. Vielen lieben Dank, das hört man gerne. Und das kann ich auch nur zurückgeben. Aktive Chat-Teilnahme ist auch immer das A und O für den Streamer. Das hält den Stream auch am Leben. Na, ich weiß es nicht. Wir fahren jetzt darüber. Beach. Sind wir beim Rückwärts ausparken bestimmt noch 18 Mal angespuckt? Ich meine, es ist wie im echten Leben. Das passiert auch. Parklücken und so, da verstehen die Deutschen keinen Spaß mit. Aber man stirbt halt nicht direkt davon. Auffällig ruhig. Ach nö. Ach komm, lass mich doch in Frieden, ey. Kommt er doch schon wieder. So, jetzt müssen wir auf der richtigen Insel sein. Auf dem Weg schaue ich gerade noch zu. Ach Gottchen. Das ist ja lieb. Auf dem Weg. Oh, der Fisch ist da. Da ist er doch. Oder sind das mehrere? Die reden zwar von einem, aber... Der ist ja überall da, wo wir sind. Also entweder der folgt uns oder es gibt wirklich mehrere. Darf ich fragen, aus welcher Stadt du kommst? Düsseldorf. Da mache ich kein Geheimnis draus. Das ist Düsseldorf. Mal gucken, ob alle Waffen voll sind. Oh, da hinten, die sind aber wieder respawned. Also respawnen die Viecher wirklich. Das ist ja auch eigentlich gut zu wissen. Können aber mal die ein bisschen weiter verwenden.
nämlich echt ordentlich Wumms. Ich wohne dann näher DDR, Lorelei. Ah, okay. Ja, es ist schon ein Stückchen weg. Aber dann ist ja morgen eigentlich auch ein Streaming-Feiertag. Mittelrhein. Ach, nee, der Lorelei. Ach so, nicht DDR. Nee, dann ist es nicht so weit weg. Dann geht's ja. Eine Autokorrektur ist aber echt fies. Obwohl, das sorgt auch immer für lustige Momente. Deswegen finde ich das gar nicht so schlimm. Was ist das hier? Ach, das ist die Gefahrstelle. Kacke. Hier waren wir aber schon mal. Er hat sich hier niedergelassen. Obwohl, Geiger, vom Geigerzähler her geht's. Hier aber nicht mehr. Mist. Was noch im grünen Bereich? War schon richtig, ich wohne noch in der DDR. In der Nähe. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Ich war aber auch in Geografie immer richtig mies. Da mache ich auch kein Hehl draus. Die Waffe gefällt mir gerade richtig gut, muss ich sagen. Schlafen die hier? Wir haben keine Munden mehr. 7 Schuss haben wir noch drin. Das sollte aber reichen. Geh runter! Wunderschönen guten Abend, mein Lieber. Wie geht's dir? Schaust du noch rein auf den letzten Drücker? So lala, wieso? Was ist los? What happened? Tell me. Da lang. Bin etwas spät am PC. Ja, das kann ja passieren. Hast du denn wenigstens jetzt auch langes Wochenende? Okay, was sollen wir hier? Hält den Druck eh nicht, die Waffe. Bye bye, Draban. Dann vielleicht bis morgen, ansonsten im Discord. Was sollen wir hier machen? Warte mal, ich muss noch mal eben den Dings lesen. Ich weiß, dass sie besser auf sich selbst aufpassen kann als die meisten von uns und vielleicht mache ich mir unter die Sorgen, aber ich kann nicht einfach so tun, als sei nichts passiert, wenn sie vielleicht in der Klemme steckt. Die einheimischen Menschen und Tiere sind zwar keine große Bedrohung für sie, aber trotzdem. Und wir sollen genau hier hin. Eigentlich mehr so dahin. Was ist das denn da? Oh, guck mal. Warum macht man sowas? Oder sollen wir zum Zug zurück? Okay. Ich dachte vielleicht das Eis oder so würde dann brechen. Wir haben einfach nur einen neuen Ort entdeckt. Ah, nice. Werkbank brauchen wir nicht. Schlafen brauchen wir auch noch nicht. Das machen wir kaputt. Haben wir sonst noch was hier von Interesse? Nope, nope. Dann hören wir nochmal eben hier rein. Ständig verstecken. Was auf eine gewisse Art auch recht praktisch ist.
und das Wasser Neuigkeiten. Das war's. Na super. Armer Mann. Hatte nicht viel zu erzählen hier. Ja, die Frage ist, dann gehen wir mal zum Zug, oder? Und irgendwas ist hier sowieso noch. Ist doch diese Wegmarkierung. Kommen wir aber auch nicht hoch. Ach, sie wurde hier das letzte Mal gesehen. Kann das sein? Wir trotzdem mal zum Zug gehen. Und mir noch ein paar Kugeln bauen für die Waffe. Sicher, sicher. Hier, ne? Die Waffe. Roter Laser, oh. Um die Leistung auf Kosten der Zuverlässigkeit zu erhöhen. Nehmen wir trotzdem. Munition. Wir können uns doch hier irgend... Ach hier, das ist es doch. Brauchen wir dafür nur Werkzeug. Cool. Machen wir so. Wahrscheinlich sollen wir diese Waffe immer tragen können, nur die anderen zwei wechseln. So habe ich das bisher verstanden. Naja, gehen wir mal zum Zug zurück. Ist ja nicht weit. Dann haben wir jetzt heute eigentlich fast nur hier mal ein bisschen die Gegend erkundet, ne? Krass. So Leute, ich bin's. Hi. Artyom, wo ist Anna? Wurde sie gefunden? Nein, noch nicht. Aber warum? Sie kann sie doch nicht in Luft aufgelöst haben. Ja, ich weiß es nicht. Idiot. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, Anna geht es gut. Okay, die ist tatsächlich weg. Hallo, Artyom. Vielleicht kannst du Anna suchen. Wir machen uns hier große Sorgen um sie. Ja. Ich glaube, unser Ziel ist klar, oder? Ja, ja. Aber okay, pass auf, wo wir jetzt hier sind. Dann werden wir morgen nach Anna suchen. Ich werde jetzt hier speichern. Schnelles Speichern. Wieso gibt es eigentlich nur schnelles Speichern? Und nicht auch normales Speichern? Kommt ganz sicher auch allein. Und, dann werden wir hier für heute Schicht machen.